Ja, jetzt gibt es wieder ein neues Video, was auch Real Talk ist. So. Einige beschweren sich ja immer. Ich hatte ja auf jeden Fall vor kurzem ein Video gemacht über SGB 12 und den Sachleistungen, die Jahresendabrechnung. So. Ja, ich möchte einfach auf jeden Fall nochmal Grundlegendes zu sagen. So. Einige sind ja mitunter der Meinung, wenn man SGB 12 bezieht, ist man arbeitsfaul. So. In der Hinsicht möchte ich noch mal was zu sagen. Bei mir ist nämlich eigentlich der Fall, nämlich, dass ich dauerhaft eine Erwerbsminderung habe und deswegen bekomme ich nämlich auch SGB 12. Und wenn ich jetzt was dazu verdienen würde, würde mir das alles angerechnet werden. Jeder Cent. Und das ist auch der Grund, warum ich da so meine Kämpfe habe, warum ich da raus will. So, mein Ziel ist es in erster Linie erstmal zu gucken, in meiner Wohnung mit meinen Möbeln und alles Mögliche klar Schiff zu machen. So. Mit klar Schiff meine ich komplett neue Ausstattung, neue Möbel etc. pp. Ich habe euch das ja gesagt, dass ich das mache. Mit einem Doppelbett hat's angefangen. Und als nächstes kommt ein Kleiderschrank. Ein richtig riesengroßer Kleiderschrank hin. Dass ich richtig schön für Platz habe, für Bettwäsche und alles Mögliche. So. Und dann kommen dann auch entsprechend für mein Studio hier auch was rein. Denn das Ziel ist ja dann hier noch so eine Art Fernsehecke, dass da hinkommt, mit einer Konsole und einem Schrank, also jetzt nicht mit irgendeinem Schrank, das kennen ja sicherlich einige auch, dass man da eine Wohnzimmerwand hat, so, das kommt dahin, nur dass es in dem Sinne kein Wohnzimmer ist hier, sondern eigentlich nur reinweg ein Raum für Gaming. So, das heißt, da kommt da ein separater Fernseher hin, nur für die Konsole. So. Nur allein reinweg für die Konsole. Und drüben im Schlafzimmer kommt da auch ein neuer Fernseher hin. Ja? Mit einer kleinen Wohnzimmerwand oder was das da ist. Ja? Das wird hier alles anders. Dann kommt hier ein Saug- und ein Wischroboter noch hier mit rein. Ja? Alles wird hier neu gemacht. So. Das muss ich ja einfach so sagen. Und mache das mit einem kleinen Satz, den ich mir im Übrigen nochmal gesagt. Abhungern, to. So. Das ist auch wieder der Vorteil, so, warum das so schön klappt, funktioniert die ganze Zeit, auch mit der Gewichtsreduktion weiterhin. Weil ich habe euch gesagt, dass das mein Ziel ist. So, und mein Ziel ist es halt auch, letztlich auch im Prinzip hier auch zu wohnen wie ein König. Und nicht nur hier wie ein König hier zu wohnen, sondern auch entsprechend so zu wohnen, dass nicht jeder denkt, ach scheiße, das ist wieder ein Hartz-IVer. Ja, der ist ja asozial. Der hat ja keine richtige Wohnungsausstattung. Ja, das ist ja auch so ein Ding, was ich sowieso, dieses Schubladendenken, das mag ich überhaupt nicht. Dass man alle Menschen grundlegend, vor allen Dingen, wenn sie kein Geld haben, alle in eine Schublade stecken. Das sind alles so Sachen, mag ich überhaupt nicht. Und so verhält sich das auch mit den Klamotten, warum ich das auch so drastisch ändern tue. Mir ist das egal, was es kostet. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich tue es für mein Wohlbefinden. Für mich tue ich das und für niemand anders. Und so verhält sich das auch mit meinem Aufbau. Ne? Um rauszukommen aus dem SGB-2, nicht SGB-2, aus dem SGB-12-Satz wollte ich sagen, rauszukommen. Weil das ist wirklich auch eine Endlosschneise, sage ich auch so, wie es ist. Man darf nichts zu verdienen, gar nichts. Da kann man, lebt man im Prinzip wie ein Rentner in den Tag hinein. Da kann man sich auch gleich in dem Punkt eine Kugel geben, weil das muss ich einfach auch so sagen. Das ist kein normales Leben. Das ist auch kein Leben, das glücklich macht. So, und wenn ich jetzt in die Behindertenwerkstatt gehe, das möchte ich jetzt ja auch nochmal sagen, da ist der Lohn, den man dort bekommt, das ist ja noch weniger als SGB 12. So, kein Mensch wird dafür arbeiten. So, was ich noch dazu sagen muss, ist, wenn jetzt wieder ein Saarland sagen würde, ja, dann hättest du ja dann vielleicht auch wieder deine Freibeträge am Arsch. Die haben das nämlich so weit mit dem sozialen System wieder geändert. Vor, weiß ich nicht, 15 Jahren hast du vielleicht noch Klamottengeld gekriegt, wo du SGB 12 bekommen hast. Und das gibt es noch nicht mal mehr. Das kannst du dir mühevoll von deinem Satz im Prinzipiellen, was du zum Leben hast, zum Essen, Trinken, was auch immer, kannst du dir wirklich davon kaufen. Und es ist dem M dann auch scheißegal, wie du das machst. So, und so verhält sich das auch mit den Freibeträgen. So.
Wir SGB-12, das muss ich einfach sagen, die Bezieher von SGB-12 sind von oben bis unten die am letztlich die Leute, die letztlich am Ende die Gelackmeierten sind und die wirklich am Ende am Arsch sind. Die richtig am Arsch sind. Die SGB-2-Bezieher, also Bürgergeld, ehemals Hartz IV, die können sich nicht nur die Eier platt sitzen, die dürfen sich auch jeden Monat 100 Euro dazu verdienen und da passiert gar nichts, dem wird nichts angerechnet. So, das möchte ich hier einfach auch nochmal ganz klar darauf hinweisen, dass das soziale System hier in Deutschland nicht nur für den Arsch ist, sondern eigentlich immer die ganz, ganz Schwachen angreift. So, das sieht man ja auch sehr, sehr deutlich bei den Rentnern. Und auch woanders, sozial schwachen Menschen, die überhaupt nicht wissen, wie sie überleben sollen. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz klar, by the way, erwähnen. Ja, aber wie war das noch? Kapitalismus siegt, ja. Und dementsprechend bin ich der Meinung, wenn man natürlich dem nicht mitschwimmt, dann kann man sich auf lange Frist nicht mithalten, noch überleben, noch sonstiges. Es liegt auch an euch selber, was ihr selber wollt. So, und ich habe mir gesagt, ich baue mir das hier alles um in der Wohnung, so wie es mir passt. Und dann können die mich mal mit dem SGB-12 bald mal, weil ich nämlich entsprechend dafür sorgen werde, dass das nämlich auch verwirrt, weil da einen Riegel vormachen, dass ich da auch gar nicht erst mehr wieder reinkomme. Das muss ich einfach ehrlich sagen, weil ich habe wirklich die Schnauze voll von der Art von Leben. Soll ich gleich nach Polen fahren, mir eine Knarre holen, mir eine Kugel geben? Weil das bedeutet nämlich nichts anderes mit dem SGB-12. Und das ist nichts anderes. Und ganz ehrlich, so, und wenn man dann noch Sachbearbeiter hat, die einen ständig stigmatisieren, einen auch ewig in den Rechten beschränken wollen, das muss ich einfach auch doch noch dazu sagen. Leute, passt auf euch auf. Ne, sag ich auch, kann ich immer nur wieder sagen, guckt, dass ihr gar nicht erst in diese Schiene reinrutscht, aus diesem SGB-12, und wenn ihr da reinkommt, guckt, dass ihr da irgendwie nur rauskommt. Weil dadurch ist es wirklich so, man lebt nicht nur beschränkt, die gucken auf euer Erspartes, alles. So, und wenn ihr irgendwie ein Darlehen braucht, dann gehen die auch an euer Erspartes ran. Das ist genauso mit der Kaution für die Wohnung. Machen die auch den Bock. Die gehen überall an eure Kohle ran. So, und dann fragt man sich, ja, wozu spare ich noch? Wozu habe ich vielleicht noch Erspartes? Nochmal als Tipp, by the way, wenn ihr Geld sparen wollt, kauft euch ein Safe und so, dass das Ding abschließbar ist. Und dann weiß auch keiner mehr so wirklich, was ihr nämlich mit dem Geld macht, wenn ihr das vom Konto nehmt. Ganz einfach. Ne? Das Amt kann alles fressen. Muss aber nicht alles wissen. So sieht's nämlich aus. Und damit sage ich auch den Ämtern hier, verarschen könnt ihr euch alleine. Ne, die SGB-12-Bezieher, die scheiß Bürgergeldbezieher. Ja, da könnte man sich mich auch drüber aufregen. Und das ist nämlich die Ungerechtigkeit nämlich. Und das ist das, was ich nicht verstehe, Salan. Du saßt auf einer Weise bei Krankheit, bababa, und was, da saßt du nicht. Und trotzdem tust du alle in eine Schublade rein. Weiß ich nicht, was der Scheiß soll von dir, ja? Dass du die Ungerechtigkeit auch gar nicht siehst. Ne? Das ist überhaupt auch der Punkt gewesen, wo ich mich auch drüber den einen Tag drüber böse hier aufgeregt habe auf YouTube auch. Weil das wirklich eine Sache ist, wirklich, das ist ein Dorn im Auge, hoch 10. Das ist eine Ungerechtigkeit bis zum geht nicht mehr. Und es gibt mehr als genug SGB-12-Bezieher, die genau denselben Scheiß haben. Die mitunter in der Lebenshilfe arbeiten und denen se wird selbst das, was sie in der Lebenshilfe verdienen, das möchte ich dabei auch erwähnen, das, was sie in der Lebenshilfe verdienen, wird denen mitunter angerechnet und haben die weniger. Also weiß ich nicht, was daran so geil sein soll. Ne? An die mittellosen Menschen, beziehungsweise an die Menschen, die es schon schwer genug haben, die beeinträchtigt sind, in der WFBM arbeiten, also WFBM, Werkstatt für behinderte Menschen, arbeiten müssen. Können sich selber nicht über Wasser halten. Und jetzt kommt nämlich der große Bock, nämlich den ich dabei noch erzähle. Gehen in die WFBM, damit denen nicht die Decke über den Kopf fällt, was ja auch in Ordnung ist. Aber
kriegen, wenn überhaupt, wenn es hochkommt, 4 € pro Tag oder weniger. So, als Arbeitslohn. So. Und der nächste Bock kommt nämlich, dadurch, dass die so wenig kriegen, können sie wieder beim Staat bitte, bitte machen. Bitte, bitte hast du Brot, ein Laib Brot für mich. Ich kann mich sonst nicht versorgen. Ich kann sonst meinen Strom nicht bezahlen. Ich kann sonst mein Wasser vielleicht nicht bezahlen. Ich habe sonst kein Laib Brot auf dem Tisch mit hier Butter oder was auch immer. Und ja. Im Prinzip sind selbst die Sätze beim SGB 12 verglichen dagegen, was auch unter beim bei der Lebenshilfe verdient wird, sehr gering. Und das ist auch wieder die Kunst oder auch der Punkt, wo auch gerne der Staat natürlich auch die Menschen gerne halt Menschen auf von sich halt abhängig machen wollen. Ja, Vaterstaat gibt dir Geld, damit du überlebst, ja. Von den lieben Steuerzahlern, wo sich so Leute wie Saarland sich darüber aufregen wollen, aber nicht genauer hinschauen, was nämlich letztlich der Punkt nämlich ist. Der Punkt dahinter ist einfach, sozial schwache Menschen wie, ne, wie Menschen, die einen Schwerbehindertengrad haben, ne, von 50% aufwärts, also 50 bis 100-prozentigen Schwerbehindertengrad haben auch noch da oben drauf einen gesonderten Kündigungsschutz, was ich bereits auch erwähnte. Und es ist auch nicht nur der Kündigungsschutz, der Punkt ist einfach, der Staat macht solche Menschen einfach von der Grundsicherung des SGB 12 abhängig. Und das ist einfach sehr, sehr scharf auch zu kritisieren, weil es sind ja auch Leute bei, die eigentlich auch, das muss ich auch noch dabei erwähnen, deshalb habe ich auch festgestellt, denn ich war ja, es gab ja Gründe, warum das bei mir so war. Und bei mir war einfach letztlich auch der Grund, weil ich nicht so genommen war, wie ich bin und so weiter und so fort. Ich wurde beschnitten, beschränkt in meinen Rechten und hatte nie die Möglichkeit gehabt, wirklich vernünftig zu entwickeln, mir die Flügel auszubreiten. So. Und der Fakt einfach ist, man wird davon abhängig gemacht. So, man wird in eine Schiene reingestopft. Ach. Ne? Dauerhaft arbeitsunfähig. Ach, der wird ja niemals richtig arbeiten können. Ach, IT, Computer, das ist doch kein Beruf. Ja? Das ist doch kein Beruf, das können sie nicht. So wird man für dumm erklärt, für blond, für unfähig. So, da reicht ein Gang beim Arbeitsamt, bei der Rehabilitation, oder wie sich der Scheißdreck nennt, für den Bereich der Behinderten. So, und das geht ganz schnell, dann wird man nämlich eingestuft und da machen die sich auch keine Mühe, die machen auch keine vernünftigen ärztlichen Untersuchungen, die gucken dich auch nicht vernünftig an, die stufen dich sofort ein, du kommst in eine Schublade und dann legen sie dich zu den Akten weg und sagen, das Thema ist durch, darum muss man sich nicht mehr kümmern. Die Gemeinden oder Städten, ja, die das SGB 12 auszahlen, kümmern sich dann um diese Leute und das war's. So. Du bist ja nicht mehr von Relevanz fürs Arbeitsamt und die kümmern sich einen Fick um solche Leute. Ob die nun noch arbeitsfähig gemacht werden können oder nicht, ist denen scheißegal, weil du kostest denen ja zu viel Geld. So, das ist auch so einer der vielen Punkte, warum sie nämlich auch diese Dinge nämlich nicht mehr überprüfen. Die haben alle keinen Bock mehr zu arbeiten. Und dementsprechend wird auch nicht mehr richtig gearbeitet, nicht mehr richtig geguckt, überprüft. Stattdessen werden alte Dokumente rausgeholt, aus 3, 4, 5, 6 Jahren mitunter. Berufen sich darauf. Ganz gefährlich finde ich sowas. Und nicht nur gefährlich, ich finde sowas auch sehr, sehr kritisch anzusehen. Und es ist auch nicht nur kritisch anzusehen. Es ist ja auch an sich so vom rechtlichen her auch nicht in Ordnung. So alles so Sachen, nur damit die da hocken, ihre Eier platt sitzen, den ganzen Tag Kaffee saufen und nichts tun müssen. Keine Anträge ausfüllen müssen oder bearbeiten müssen. Und das liebe Arbeitsamt wie immer massivst an Kosteneinsparungen macht. Denn das sieht man ja wieder sehr, sehr deutlich in diesem Jahr, dass auch einige Leute an Umschulungen warten. Zwecks vom Arbeitsamt, aber es ist ja kostengünstiger, den Leuten Grundsicherung auszubezahlen, hier Bürgergeld auszuzahlen, da wieder Grundsicherung. Ganz, ganz kritisch und auch nicht wirklich sonderlich toll, sowas. Das möchte ich jetzt hier einfach mal sagen.
So, weil es beschweren sich ja einige darüber, dass es ja nicht genügend Fachkräfte oder auch Mitarbeiter gibt. Und diese Leute, die wirklich arbeiten gehen, kontinuierlich, massivst gestresst sind, nicht nur gestresst, überarbeitet, einfach am Ende sind, leiden mitunter am Burnout, werden selber krank, kriegen Depressionen und was weiß ich nicht alles. Die Arbeitsmoral sinkt in den Keller und immer mehr Leute gehen auf die Barrikaden, gehen zum Arbeitsamt und ja, gehen nicht nur zum Arbeitsamt, beantragen Bürgergeld bzw. das SGB II, ja, um nicht arbeiten zu können oder gehen zu müssen, geben dann den Grund an wie Depression oder sonstiges mit ärztlich belegen und das war's. So, und das haben wir in ganz vielen Stellen in Deutschland. Ich sage nur Ärzte, da haben wir ein massives Problem. Das ist genau dasselbe. Mitunter warten Leute ein halbes Jahr und länger, um vielleicht mal einen verschissenen Hausarzttermin zu kriegen, möchte ich jetzt ja auch noch mal dazu sagen. Die Ärzteversorgung ist ja dabei auch noch voll für die Tonne. Es ist ja nicht nur die Ärzteversorgung. Krankenkassen dürfen jetzt länger ab nächstes Jahr brauchen für diverse Anträge, die man dann stellt und beantragt mitunter. Läuft man da auch Gefahr? MDK darf länger brauchen für die Überprüfungen der Anträge, ob sie das dem zustimmen oder stattgeben, ob sie das als medizinisch ansehen, diverse Anträge, ja, und alles so, alles Mögliche. Ich habe schon zu Louis gesagt, der hat ja auch den Transweg auch erklärt, habe ich auch selber auch schon geschrieben gehabt. Ich hab zu ihm wirklich gesagt, du Louis, wir werden nächstes Jahr mit den Krankenkassen echt noch unser Fest haben, auch was die Anträge angeht, auch was das MDK angeht. Ich habe es gesagt. Das wird noch eine ganz, ganz tolle Sache werden für einige Leute auch. So, dann sind teilweise ja jetzt schon in Bayern ist mitunter das Problem, wenn da jetzt Anträge gestellt werden und die werden weitergeleitet zum MDK, dass es mitunter 3, 4 Monate dauert und die Leute keine Antwort kriegen. So, sehr, sehr schwierig, das ganze Ding. Dann geht es wieder weiter mit Polizei, Staatsanwaltschaften. Sämtliche Strafanträge werden regelmäßig wohl eingestellt oder verharmlost. Und wenn das Dinge sind, die mitunter vor Gericht verhandelt werden, ich sage nur beispielsweise Kindermissbrauch, ne, sexueller Kindermissbrauch, brauche ich hier dabei nur erwähnen, ganz schlimm, dass die Leute dann mitunter, die sogenannten Pedos, nämlich mit Bewährungsstrafe davonkommen. So, da frage ich mich manchmal, was da für Leute hocken, die da sitzen und das entscheiden. So, ich glaube nicht, dass diese Leute beispielsweise gerne Kinder hätten sein wollen, um diese in der heutigen Zeit, in Anführungszeichen, denn ja, Kinder kann man nicht mal mehr draußen alleine spielen lassen, ohne dass man Gefahr läuft, dass ein Pedo um die Ecke kommt und wieder ein Kind anfasst. Ganz widerlich, diese Menschen. Ja, das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Ganz skurril, richtig widerlich, richtig abartig. Und diese Menschen, die werden ja auch nicht weggesperrt. Die kriegen meistens nur noch, Be die kriegen meist Bewährung. Die kriegen meistens Bewährung. Das ist ohne Flachs und Krümel. Das ist schon auf TikTok mitunter. Ganz große Runde. Ganz, und das im ganz großen Stil. Sei es ein Politiker, ist auch schon gewesen. Beziehungsweise ein ehemaliger Staatsanwalt. Ja? Wo das rauskam, was er da mit seinem Kind da gemacht hat. Ja? Hat er Bewährungsstrafe bekommen. Ach, ist doch nicht so schlimm, wenn dein Kind sexuell missbraucht wird. Ja, ist ja nicht so schlimm, ist doch nur ein Mensch. Also das ist wirklich die Gesellschaft an sich teils. So, egal wo man schaut, die arbeiten alle nicht mehr richtig, die haben alle keinen Bock mehr, überreizt, genervt. Ja, die Leute können alle nicht mehr irgendwo. Richtig ekelhaft und an sich auch in gegenseitiger Reform teilweise, sind nicht jetzt alle so, aber geradezu die Menschen, die jetzt irgendwie sich einen Wolf arbeiten und was. Das ist richtig ekelhaft geworden. Richtig ekelhaft. Da merkt man, da fragt man sich wirklich, was ist mit den Menschen los? Was
ist das überhaupt? So, teils sind auch Leute, die dann so gestresst nach Hause kommen, die ihren Stress von der Arbeit mit in die Familie reinbringen. So, auch so ein Ding geht gar nicht. Kinder können mitunter drunter leiden, weil Muttern mitunter gestresst von der Arbeit kommt und die Kinder können es aushalten und die anderen. Ja? Alles so sich Dinge, die einfach nicht gut sind. Ja? Wird man, weiß ich nicht. Und dann noch in einem Job mitunter teils Leute arbeiten, die das überhaupt nicht geschafft kriegen, überfordert sind, bis zum geht nicht mehr, lassen ihre Launen regelmäßig ständig an anderen Leuten aus. Ne? Ganz schwierig alles anzusehen, sehr, sehr kritisch, überhaupt keine Freundlichkeit mehr unter den Menschen, in vielen, vielen Stellen. Es wird darauf geschissen, was andere haben, und sei es irgendwie, dass es um Kinder geht. Die Kinder sind sowieso, muss ich ehrlich sagen, die am ärmsten mitunter dran sind, dann die Rentner, dann ist es ja auch noch so, die Rentner werden ja mitunter, wenn sie am Bahnhof Pfandflaschen sammeln, auch noch bestraft, können da auch noch eine übelste Geldstrafe abdrücken. Es ist einfach nur noch eine Schweinerei, was hier in der Gesellschaft abgeht. So, weiß ich nicht, was mit euch da draußen einfach nicht mehr stimmt, ehrlich. Die Rentner zum Beispiel, das muss man auch mal sagen. Die kriegen vielleicht 800 Euro im Monat, haben über 29 Jahre gearbeitet und das nur an Rente. Rente! Das gleicht schon einen Satz von SGB XII an oder vom Bürgergeld. Ne, und haben keinen schönen Lebensabend. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute wiederum auswandern nach Bulgarien, weil da haben die älteren Menschen noch einen schönen Lebensabend. Was man hier in Deutschland schon lange nicht mehr hat. Es ist auch Angie Mallorca, habe ich ja euch auch erzählt. Die gute Frau lebt seit gut 11 Jahren in Mallorca. Ja, und die ist ja nicht ohne Grund vor 11 Jahren nach Mallorca ausgewandert. Ja, weil sie das ja schon, ne, im Anbahn mehr oder weniger wohl gemerkt hat. Sonst wäre sie ja nicht nach Mallorca ausgewandert. Sie sagte auch schon, wenn sie nach Deutschland fliegen würde, ja, sie sagte auch schon, würde sie wahrscheinlich gefühlt umfallen. Vor Schock wohl. Ja? Weil das so verändert ist hier in Deutschland. Einfach nicht mehr, und das ist jetzt meine Aussage, ich finde es einfach nicht mehr lebenswürdig. Es ist hier in Deutschland lebensunwürdig geworden. Deswegen wandern auch immer mehr Deutsche aus, weil hier die Mischkultur, das muss man hier auch noch sagen, das wird ja immer schlimmer. So dass mittlerweile auch Menschen sagen, die trauen sich im Dunkeln nicht mehr rauszugehen. Ne? Ob es Männlein oder Weiblein ist, scheißegal. Die Straßen draußen sind mittlerweile in Deutschland so gefährlich geworden, dass keiner mehr so einfach alleine da seinen Hals hinhängen will. Aber ja, die normalen Werte sind natürlich unnormale Werte. Und es ist ja auch normal, dass beispielsweise Pedos Kinder anfassen und alles Mögliche. Ne? Also, ich frag mich echt, was mit der Welt nicht mehr stimmt, vor allem hier in Deutschland. Ne? Es ist einfach so. Ne, teils kommen dann hier Leute aus der Massenmigration ja her. So, ne, ich sage nur Massenvergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, rohe Gewalt. So, es nimmt alles immer weiter zu. Und die Grenzen werden auch nicht zugemacht. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt gegen Ausländer oder bin jetzt ein Nazi oder ich bin rassistisch oder sonstiges. Aber es wird ja auch immer gleich gesagt, wenn du was dagegen sagst. Du bist rassistisch, du bist ein Nazi, du bist gegen Ausländer. So, jetzt möchte ich eigentlich einfach mal ganz ehrlich was sagen. Das hat nicht immer was mit Nazi sein zu tun oder ob man gegen Ausländer ist. Wenn man im eigenen Heimatland nicht mehr sicher leben kann, das sage ich jetzt hier allgemein, dann finde ich einfach raus mit dem Kryptzeug, was hier zu viel ist. Die kommen hierher. So, suchen hier Schutz. Ja? Und gehen auf unsere deutschen Frauen los. Und die gehen nicht nur auf unsere deutschen Frauen los. Stechen die ab, Massenvergewaltigung und alles Mögliche. Die Messerstechereien, die Verbrechen in der Richtung, was die Gewaltverbrechen überhaupt auch angeht, ist in der Statistik verglichen zu vor gut
10 Jahren, eher gesagt würde ich sagen 15 Jahren, massivst gestiegen. Und das kann man nämlich auch ganz klar auslesen. Weiß ich nicht, warum man dann immer der Meinung sein muss, dass man immer gleich gegen Ausländer ist. Ich bin nicht gegen Ausländer. Es hat damit nichts zu tun. Ich bin einfach der Meinung, es wäre wesentlich we ruhiger hier, wenn auch diese Massenmigration 2015 nicht gewesen wäre, weil damit hat es letztlich angefangen. Ne? Die kommen hierher, ach, Deutschland ist ein Paradies, ach, da kriegst du alles, ach, kriegst du 1000 Mark so auf Bar, auf Krale, so, ja, dann gehst du dahin, holst du, weiß ich nicht, ein Tütchen Gras, brauchst ja nichts machen, wenn du da was von Deutschland kriegst. Und du kriegst nicht, kriegst ja nicht nur, ne, Leistung, du kriegst ja auch, ne, Mercedes, du kriegst ein ganzes Haus. Also kommt her, liebe braunen Kollegen, denn in Deutschland kriegt man alles, wir leben ja hier dann im Paradies, brauchen uns nichts mehr zu kümmern, denn Deutschland zahlt ja alles. So, wenn man ganz ehrlich, und das ist eigentlich meiner Meinung nach auch die Grundursache mitunter, und auch das größte Problem, was wir nämlich haben, ist nämlich zu unterschiedliche Kulturen. So, gerade der islamische Zweig, ja, die Kultur ist sowieso ziemlich schwierig, weil es ist aus dem östlichen Bereich, und da hat auch Helmut Schmidt schon was zu gesagt gehabt, dass das weniger gut ist, wenn man gewisse Stellen auch gerade was Arbeiter angeht, um die zu ersetzen, aus dem Ausland zu nehmen, weil die Kulturen einfach auch zu unterschiedlich sind. So, Helmut Schmidt hat es damals schon gesagt. Er hätte Nein gesagt. Und er wusste auch schon warum. Weil es nämlich nicht funktionieren wird. Man sieht es, so, ja, weiß ich nicht. Aber man ist ja sonst rassistisch. Ja? Du bist ja sonst Nazi. Ja? Ganz ehrlich, diesen Scheiß könnt ihr euch auch mal abgewöhnen. Ganz ehrlich, man ist nicht immer gleich rassistisch, man ist nicht gleich rechts und man ist auch nicht gleich immer gegen Ausländer. Man muss einfach mal dazu sagen, die fressen eure Steuergelder mitunter auch weg. So, das muss man einfach ehrlich sagen. Und werden für komplett unnützes Zeug ausgegeben. Guckt euch doch mal die Leute an. Mitunter die Autos, die vor dem Arbeitsamt bei den Besucherparkplätzen mitunter da die Autos stehen. Da stehen mitunter, und das ist kein Scheiß. Das wurde mir vor, weiß ich nicht, vor 2 Wochen gezeigt. Hat mir jemand das mal gezeigt. Dass vom Arbeitsamt ein Sportwagen stand auf dem Besucherparkplatz. So, weiß ich nicht, warum man dann gegen SGB-12-Bezieher so schießen muss, die eigentlich noch weniger haben wie ein scheiß SGB-2-Bezieher. Ne? Ein scheiß SGB-2-Bezieher darf 100 € dazu verdienen, während ein SGB-12er gar nichts hat. Jeden Scheiß beantragen muss, mitunter auf Darlehen und jeden Heller zurückzahlen muss. Und das ist wirklich so. Ne? Das wissen auch einige, auch unter meinen Abonnenten auch, die auch selber SGB-12 beziehen und die haben das Problem wie ich. Und die wissen sofort, was ich meine. Die haben genau denselben Numpitz. Aber ich erzähle ja Scheiße, ne, über diese ganze Kacke, die wir hier in Deutschland haben. Und was anderes ist es nämlich nicht. Ich verstehe nicht, was mit euch nicht stimmt. Lasst euch weiter von den Altparteien weiterhin den Kopf verdrehen. Denn letztlich wird es auch wieder zu Wahlbetrug kommen. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr sind wieder Wahlen, nur mal als Erinnerung. Im September. Und da wird es auch wieder ganz großem Stil sein. Wahlbetrug. Wie die letzten Male auch. So, das ist einfach so. Kapitalismus siegt. Also wacht auf, Leute. Ganz ehrlich. Wollt ihr euch weiterhin abhängig machen vom Staat? Wollt ihr euch weiterhin für den Staat noch den Arsch erheben? Dann ändert was an euer Problem. Und so werde ich das auch machen. Ich habe meinen Weg im Prinzip gefunden. Ich weiß, wo ich anfangen und auch ansetzen werde. So dass ich da rauskomme. Ich habe da für mich schon eine Lösung ausgearbeitet. Und dann können die mich mal vom Staat. Ne, dann kann mich die Stadt Walsrode mal. Geradezu meine Sachbearbeiterin, ne, die ich ja absolut leiden mach,
Ja, weil die ja von Anfang an, so wie ich von mit der ja quatschen durfte, mit der Alten, ja, ich da sofort gemerkt habe, dass die mit mir ein Problem hat. Die hat mit mir ein Problem von Anfang an. Ganz ehrlich. Und wer sowas hat, braucht sowas einfach nicht. Ganz ehrlich. Weg mit dem Dreck. Das hat keinen Zweck.